Moin. Moin, moin. Hallo. Ja, wir sind hier in Varrel am Almsee und hatten uns schon lange vorgenommen, mal mit dem Boot rauszufahren und mal ein bisschen ja, vom Boot aus zu angeln. Was auch nicht das erste Mal ist, denn wer den Kanaltrailer kennt, weiß, dass wir schon mal auf dem Boot waren. Ja, und da haben wir aber noch keine Videos gemacht. Nee, und nur mal so ein bisschen gefilmt. So ein bisschen hin und her, genau. Auch nur alles mit der GoPro und keine Hightech-Kamera, falls man absäuft und ja, wie das halt so ist. Aber wir sind jetzt mutiger. Jetzt wollen wir es nochmal versuchen. Ja. Und mal gucken. Haben wir uns schon lange vorgenommen, ja. Ne? Echt lange vorgenommen. Ja. Und irgendwann waren wir auch mal hier. Und dann haben wir irgendwie kurzzeitig umentschlossen, als wir dann hier waren, ja, lass uns doch nicht aufs Boot, wir gehen dann doch irgendwie Insel oder so war das, glaube ich. Heute ziehen wir durch. Wir haben gerade mit dem Betreiber hier gesprochen, der sagte, wir sollen mal erstmal hier auf den Steg versuchen. Falls ihr euch wundert, dass ja hier nichts los ist, wir haben heute Montag. Ja, wir sollen erstmal auf den Steg versuchen, das machen wir gleich mal, ne? Visuell mal eben da rumziehen. Die sitzen nämlich immer gerne da unter dem Steg. Wie man aus verschiedenen Videos kennt. Da in der Ecke. Genau. Da sitzen wohl immer Saiblinge, meint er ja. Ja. Und die großen Seeforellen oder so, die sind dann hier, also am anderen Arm, da so. Und dann ist hier die Insel, da. Genau. Hinten in der Bucht. Da ist die Insel. Und da hinten in der Bucht, da stehen immer die großen Säulen. Sollen die Seeforellen gerade sitzen? Sagt er, da läuft das gerade sehr gut. Eine andere Stimme, die gestern mit mir am Telefon gesprochen hat, hat gesagt, wir sollten irgendwo hier, rechte Seite, dritte Boje, läuft wohl immer ganz gut. Wir probieren heute mal einiges aus. Wie gesagt, jetzt gehen wir gleich erstmal auf den Steg und wir machen da mal die ersten Würfe und dann gucken wir mal. Hoffentlich kriegen wir was ans Band heute. Mal die neue Route ein bisschen einwerfen. Am schönsten wäre zwei schöne große Forellen, jeder eine. Ja. Alles klar. Gut, mal gucken. Dann bis gleich. Hast du schon was gehabt? Nee. Ich werde jetzt mal den hier versuchen. Den schwarz-gelben. Soll ja so. Nee, nicht. So. Da sieht man, wie siehst du das? Der hat 2,5 Gramm. Wie sich die Spitze bewegt. Ja. Ja. Ach, das ist die neue, ne? Das ist die neue, ja. Ja. Sehr feine Spitze. Mhm. Sehr sehen, wenn ich den reinhole, dann zieht die sie riesig. Bin gespannt auf den ersten Fisch. Ja. Na dann, weiter geht's. Thank you.
Mainz, wollen wir aufs Boot? Hier packt eh nichts an. Achso, die Nomade. 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 Nomaden mag er nicht. Ja, okay. Aber dann lass uns die Spiro-Angeln vorher fertig machen. Ja. Bevor wir auf dem Boot sind, ist das so ein 4 Meter Angeler. Ja. Okay. Lass mal. Boah, zwei Seiten. Genau unter meinem Köder lang, diese Schweine. Mehrere, hast du gesehen? 4, 5 Stück sind am Stück gerade raus. Echt? Oh, vielleicht bleiben wir doch noch einen kleinen Moment, wa? Ja. Ich schmeiß doch mal in die Richtung, wo die hin sind. Diese Nacken. Hier live kurbeln. Mit Handy in der Hand. Geile Scheiße. So, Maddy ist heute Kapitän oder Stürmann, muss man so sagen. Maddy? Maddy, du darfst aussuchen. Entweder da hinten links Seeforellen oder rechts in der Ecke Saiblinge. Ja, muss, entscheide du, wo du hin willst. Also links in die Ecke. Alles klar, los geht's, Freunde. Wir wollen. Dahin. Machst du sehr gut. Begeistert. Ah. Nö, ich hab was getrunken. Ja. Ja, jetzt, wo Maddy seinen Rücken wieder in Ordnung ist, kann man den Rücken ein bisschen ausbeugen. Schwingen. Ja, auch viermal Masse zum Ziehen als ich. Ja, die Richtung ist perfekt. Jetzt wieder ein bisschen in andere Richtung. Was sind das denn für grüne Dinger, die da stehen? Nee. Ja. Ja, wir sehen andere Richtungen, sonst kommst du gleich auf die Insel. Hart andere Richtung. Härter, härter. Maddy, wir waren jetzt 3 Stunden auf dem Boot. Ja. Da haben wir gar nichts gebracht. War schön da. Nicht mal Videomaterial. War schön. War schön. Ja. Ja, Leute, wir gehen nochmal die
restlichen 2 Stunden auf dem Steg. Ein Angler ist da hinten. Hier haben wir wenigstens vorhin den Fisch gesehen, ne, Medi? Draußen haben wir nur die großen gesehen, Störe. Ein bisschen springen, aber vor allem gar nichts, Alter. Ja. Und hier. Langem Warten, etwa 4 Stunden auf der Wiese. Oha, das ist aber kurz gehakt, Alter. Ja, wir wollten ja heute eigentlich auf Großwildjagd gehen, aber das ja, bis jetzt noch nicht. Ja, ja, guck mal. Wieder auf den Elspuno mit den Apfelfarben, ne? Läuft. Mit der neuen Route. Mit der neuen Route, ja. Welcome to Jamaica. Der Jamaika-Spuno hat es wieder gebracht hier, in der Jamaika-Farbe. Also. Ja, schöne kleine Portion von Wilder, sag ich mal. Das heißt, man zu kleine Portion. Also ja, hat schon eine vernünftige Größe. Wir sind natürlich heute hier, wollten wir gerne was Schönes Großes fangen, aber naja gut, Fisch ist Fisch, ne? Ja. Nummer 1. Du brauchst die Nummern glaube ich gar nicht zählen. Nee, heute brauchen wir wahrscheinlich nicht zählen. Vielleicht geht das aber jetzt los, wer weiß. Ja. Wie Sie sehen, haben Sie nur den Himmel. Das war mal wieder wir, ne? Ja. Aber ruftreu geblieben. Wenigstens hatten wir Glück mit dem Wetter, ne? Der geilste Spruch nach jedem Angeltag. Wenigstens hatten wir Glück mit dem Wetter. Es hat wenigstens nicht geregnet. Das ist schon mal was. Ah, ja, hast recht. Nur von uns. Ja, ein Fisch haben wir gefangen. Ja. Naja. Ich habe aber jetzt auch nicht mitgekriegt, dass irgendjemand einen Fisch gefangen hat. Denn dann war es nicht viel, was hier heute gefangen wurde. Schon mal gar nichts, an dem großen Teich schon mal gar nichts. Vielleicht in dem kleinen, aber hier. Also, naja. Viele, viele Störe hat man gesehen. Oh ja, viele Störe sind gestiegen, das stimmt. Und was für Viecher? Ja. Wenn die Schwanzflosse schon so groß ist wie meine Hand, ne? Also wenn. Aber größer, die Dings meinst du, die Rückenflosse, ne? Ja, ja, genau. Das war heftig, da war es, wenn der weiße Heide auftaucht, ey. Naja, egal, von Stören haben wir keine Ahnung. Wir stören nur andere Angler. Ja. Deswegen machen wir jetzt einen Schuh. Deswegen machen wir jetzt einen Schuh, genau. Ja. Ja, ein Fisch, Freunde, leider. 5 Stunden, ein Fisch. Ja, 2 Angler, 5 Stunden, ein Fisch. Ja. Guter Schnitt, würde ich sagen. Ja. So. Ganz also, ein teurer Fisch. Ja. Und war leider ein kurzes Video. Wie gesagt, also ja, gab ja nicht viel zu filmen. Gibt nicht viele Highlights, ne? Gibt nicht viele Highlights. Wir hoffen uns, hat euch trotzdem gefallen, wenn das so ist. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da oder. Kommentar. Ja. Oder ein Abo. Ein Abo ist auch eine gute Idee, ja, ja, das mal ein Abo mal da lassen, ja, ja, und ein Abo hier, ja, ist auch gut. Alles klar. Ja.
Alles klar. Ja, aber. Ja. Bis dann. Ja, bis dann. Tschüss.